So, komm. Ja, weiter. So. Sitzt, passt, wackelt und hat Luft. Gibt es eigentlich eine Sitzt, passt, wackelt und hat Luftversicherung? Zum Rückrundenauftakt in der Oberliga Rheinland-Pfalz-Saar Staffel Nord empfängt die TuS Koblenz im heimischen Stadion Oberwert den FV Engers. Engers derzeit mit 17 Punkten auf Tabellenplatz, 5 aus 11 gespielten Spielen und damit gleichzeitig 4 Punkte vor der TuS Koblenz. Die Schengel wollen unbedingt in die Aufstiegsrunde und dafür muss man einen Platz der ersten 6 belegen. Das Mittel dazu ist ganz einfach, heute gewinnen. 8. Spielminute, erste Gelegenheit dazu. André Manns Freistoß kann von Safet Husic, einem Spieler, der in der Saison 2018-2019 noch das TuS-Trikot getragen hat, geklärt werden. Die TuS Koblenz von links nach rechts spielend war zu Beginn die bessere Mannschaft. Das ist Clinton Azeri mit einem Distanzschuss, aber auch hier ist Safet Husic zur Stelle. Von Engers zunächst einmal noch nicht viel zu sehen, stattdessen der nächste Angriff der TuS Koblenz wenige Minuten später, das ist Armin Çenay über das Tor. Aber die TuS machte hier weiter. Pistor schickt Gion Jeon, der auf der Außenbahn etwas zu viel Platz hat und den Flankenball perfekt auf den Kopf von Umut Sentürk schlägt. 1:0 für die TuS Koblenz nach 18 Spielminuten. Und schon wieder ist es dieser Sentürk, bereits sein drittes Saisontor. Aber auch die Vorarbeit von Gion Jeon zum Zungeschnalzen. Eine Flanke der Kategorie perfekt. Richtig gut gemacht und die verdiente Führung nach 18 Minuten für die TuS. Die Schengel machten aber da weiter, wo sie vor dem Führungstreffer aufgehört haben, nämlich mit den Torgelegenheiten und Pistors Kopfball ebenfalls nur knapp am Tor vorbei. Viel hat da nicht gefehlt. Dann auch mal die Gäste. Das ist Sören Klappert. Und die Hereingabe landet bei Stefan Georgevic, der ja ebenfalls eine Engerser Vergangenheit hat für den FVE 07 anderthalb Jahre im Tor gestanden. Dann mal wieder die andere Seite. Çimçak's Versuch kann so gerade eben noch von Lukas Klappert auf der Linie geblockt werden. Da wäre mehr drin gewesen. Mittlerweile auch Alen Muharemi in der Partie, während Georgevic hier aufpasst. Er ersetzt den verletzt ausgeschiedenen Gion Jeon. Der unbestätigte Verdacht ist aktuell das Außenband, das eventuell etwas stärker beschädigt sein könnte. So geht es allerdings mit einem kleinen Wermutstropfen, aber einer sehr wohltuenden Pausenführung von 1:0 in die Kabinen. Und die Schengel, die haben eins mitgegeben bekommen, nämlich nachlegen. Und das versuchte man direkt in Minute 46. Das war toll herausgespielt zwischen Muharemi, Pistor und dann der Abschluss von Marc Richter etwas unglücklich. Aber noch ist ja viel Zeit auf der Uhr. Sentürks Hereingabe landet abermals bei Pistor. Der kann die Flanke allerdings nicht optimal verwerten. Nur eine Minute später der nächste Standard getreten von Mant und plötzlich rauschen da Michael Stahl und Safet Husic ineinander. Der Ball allerdings an beiden vorbei, der anschließende Eckball brachte nichts ein. Das war wiederum stark gespielt von Pistor in Minute 63. Der hat die Optionen und das Überzahlspiel. Mant kann sich die Ecke eigentlich aussuchen, der Abschluss nicht gut. Azeri dann mit dem Abpraller, der den auch verwertet, allerdings rund einen halben Meter im Abseits stand. Das Tor zählt demzufolge nicht. Nächster Standard, 69. Minute. Diesmal ist es Mant auf Wingender. Aber auch hier kann die TuS kein Kapital aus der Situation schlagen. Nur 2 Minuten später, diesmal ist es die andere Seite, der eingewechselte Marcel Stiefenhofer und Stefan Georgevic ist hellwach. Zu diesem Zeitpunkt Adit Maloku neu in die Dreierkette rotiert. Michael Stahl hat es mit Verdacht auf einen Muskelfaserriss ebenfalls erwischt. Auch er nicht mehr auf dem Platz. Aber die Schengel mit dem 2:0, kurz vor Schluss in der 89. Minute, weil Marc Richter das richtig stark macht und seinen 4. Saisontor hier markiert. Das ist das 2:0 und die Vorentscheidung. Die Vorlage, die kam von Stefan Georgevic direkt und dann Richter gegen 2 Gegenspieler und auch noch Safet Husic. Richtig, richtig gut. 2:0 also, das dürfte es doch eigentlich gewesen sein, oder?
Ja, eigentlich schon. Aber die Schengel, die wollten noch mal einen drauflegen. Das ist Muharemi. Aber der Abschluss ist sichere Beute für Safet Husic. Und dann durfte noch mal der FV Engers kommen. 90. plus 4 von insgesamt 5 Minuten Nachspielzeit. Wieder ist es Stiefenhofer. Und diesmal ist der Ball tatsächlich drin. Nur noch 2:1, aber mehr sollte hier heute nicht mehr passieren. Die TuS Koblenz gewinnt verdient mit 2:1 durch Tore von Umut Sentürk und Marc Richter gegen den FV Engers, der nochmal spät zurückkommen konnte, aber die Begegnung nicht mehr entscheidend drehen konnte. Und demnach steht die TuS jetzt zumindest über Nacht auf Tabellenplatz 6 und blickt optimistisch auf die nächsten Begegnungen. Denn bereits am kommenden Mittwoch um 20 Uhr ist man dann wieder im Rheinland-Pokal Achtelfinale gefordert. Dann ist man zu Gast bei der SG Neitersen in Altenkirchen. Wir sind die Black Blue Schengel.